Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Lunar Dark und Solar Light. Ich habe es falsch rum gesagt. Mist. Oh nein. Oh nein. Wir waren in der letzten Folge hier stehen geblieben. Und zwar ist das, wie ich vermute, die Arenaleiterin dieses Ortes. Und zwar die erste Arenaleiterin in dem Spiel. Mal gucken. Oh, hallo. Ich bin Donna. Und du bist? Oh, du bist Miri. Schön, dich zu treffen. Ich habe mich gerade hier im Garten ausgeruht. Es ist so friedlich und wunderschön hier. Es hilft mir, nach einem harten Kampf ein bisschen runterzukommen. Diese Gärten erinnern mich immer daran, wie ich als Kind... Ich habe die Rosen hier gewässert, während mein Vater versucht hat, Käfer-Pokémon zu finden. Oh, du möchtest kämpfen? Nun, ich denke, das könnte Spaß machen. Ich werde zurück zur Arena gehen und mich vorbereiten. Also komm bitte, wenn du bereit bist. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin. Ich fühle mich nicht bereit. Kein wildes Pokémon, schade. Ich dachte, vielleicht noch ein bisschen XP bekommen. Wir schauen mal. Ich werde ja eh Trainer machen müssen, bevor ich gegen sie kämpfe. Hi. Hey, Champ. Ist das deine erste Arena? Dann musst du wissen, dass du den Arenaleiter nur mit der gleichen Anzahl von Pokémon bekämpfen kannst, wie der Leiter sie hat. Wenn du mehr im Team hast, musst du zuerst auswählen. Ach, das Prinzip kennen wir schon. Das Prinzip kennen wir schon aus Infinite Fusion. Die hat das da auch. Okay, dann der Arenaleiter. Diese Arena ist Donna. Sie benutzt Gift-Pokémon. Gras-Pokémon und Käferattacken funktionieren nicht so gut gegen Gift-Pokémon. Also sei vorsichtig. Sie benutzt 3 Pokémon in ihren Kämpfen. Du kannst also auch 3 Pokémon auswählen. Die Arena hier ist ein Irrgarten aus Rosen, Hecken und Bäumen. Also sei vorsichtig, dass du dich nicht an ihren Dornen vergiftest. Aber ich bin sicher, du wirst deinen Weg schon finden. Oder vielleicht nicht. Hahaha. Vielleicht wird das dir helfen, sie zu besiegen. Dankeschön. Der labert aber viel. Dann gucken wir uns das mal an. Ach, hier sind noch ein paar Trainer, sehr schön. Lass uns sehen, ob du bereit bist für einen Arena-Kampf. Ich hoffe doch sehr. Lazy. Oh, süß. Stotox. Das sieht irgendwie niedlich aus. Ich bin die Einzige, die das niedlich findet. Okay. Hey. Habe ich gerade richtig gesehen, dass meine Katze Sandkrab kann? Oh, schön. Welche Attacke ist denn jetzt ausgewählt? Feuer. So. Man sieht, finde ich, recht schlecht, was hier gerade ausgewählt ist. Wird die Katze später mal Typ Boden? Der Starter wird später Typ Boden, oder? Feuerboden? Also ich vermute es jetzt einfach mal dadurch, dass es halt eine Bodenattacke kann. Vielleicht irre ich mich auch, aber ich vermute mal, es wird Typ Boden. Das wäre schon cool. Also Feuerboden vom Typ hätte ich nichts gegen, ehrlich gesagt. Donna ist meine Freundin. Sie wird dich besiegen. Aber du nicht? Gut, dass sie schon davon ausgeht, dass sie mich nicht besiegt, sondern nur Donna. Tadart. Hallo, Tadart. Was für ein Typ bist du? Sieht ein bisschen aus wie Pflanze, weil so grün. Okay, das ist definitiv Typ Pflanze. Tadart. Oh, sie hatte nur ein Pokémon. Tadart. Go, Spydox. Oh, sie hat schon gespoilert, was sie hat. Nee. Nee, nein. Das ist... Ach nee, das ist eine schwarze Witwe. Die haben doch auch so ein rotes Zeichen hinten, ne? Auf dem Rücken. Oh, Mann. Oh, das war ein Crit. Das macht aber nicht viel Schaden. Was denn das noch für ein Typ, dass ich da... Oh, schön. Dass ich da mit Bodenattacken nicht so viel Schaden mache. Käfergift vielleicht? Machen wir mal Feuer. Machen wir eben Feuer unter dem Hintern. Sehr schön. Das Gute ist halt, dass die meisten Gift-Pokémon, vor allem die mit dem niedrigen Level, halt irgendwo mit Käfer in Verbindung sind. Oh nein, ihr Spydox hat verloren. Ich möchte aber gerne noch die Katze ein Level hochbringen. Ich denke, das wäre nicht schlecht. Ich habe ein bisschen Angst. Nachdem ich schon wieder gegen den Rivalen verloren habe. Vielleicht ist es auch einfach nur blöd gelaufen. Vielleicht habe ich, weiß ich nicht, Pech. Ich habe blöd gewechselt beim Rivalen. Das war einfach so. Ich hätte viel früher auswechseln müssen, aber... war schon zu spät. Kein Level up. Die sind auch gar nicht so stark, die wilden Pokémon hier. So Level 7. Level 6. Damit levelt man halt nicht so richtig, wenn das Pokémon schon Level 13 ist. Tschüss. Das wird wieder nicht reichen. Ich glaube, ich muss noch einen oder zwei. Na toll. Oh. Hi. Lavenseed. Vielleicht überlebt das, dann könnte ich es fangen. Das will doch einer tauschen. Oh. Es hat nicht überlebt. Vielleicht finde ich ja jetzt noch ein stärkeres, das ich fangen kann. Es ist tatsächlich noch ein Lavenseed. Das gibt's nicht, oder? Witziger Zufall. Oh. Böse Katze, nicht critten. Critte nicht das Pokémon, das wir wegtauschen wollen. Oh. Okay. Es hat sich wieder ein bisschen geheilt. Pokébälle. Ich habe noch 4 Stück. Warum habe ich noch 4? Ich habe doch 2 Pokémon gefangen. Ich hatte am Anfang 5. Habe ich irgendwo einen Pokéball gefunden und kann mich nicht mehr erinnern? Wahrscheinlich. Und das reicht auch für Level 14. Wie? Das will sie das so früh schon lernen? Vielleicht wird es doch physisch vom Typ her. Ich würde sagen, es kriegt den Kratzer weg. Wenn es Boden wird, wenn es tatsächlich Feuerboden vom Typ wird, dann könnte es tatsächlich physisch werden. Sie verbringen die meiste Zeit ihres Tages im Sonnenlicht und sammeln dort wichtige Nährstoffe. Sie werden von netten Menschen angezogen. Auch und große Massen verängstigen sie. Okay, kann ich gut nachvollziehen. Gut. Ich werde das jetzt mal tauschen und gucken, was ich dafür bekomme. Das Pokémon vom Namen her habe ich, glaube ich, noch nicht gehört. Oder gesehen. Mal gucken. Wo ist sie denn? Das war die hier, ne? Ja, ich möchte es tauschen. Dafür habe ich sie extra gefangen. Oh, na dann. Auf Wiedersehen. Moonkey. Oh. Oh. Das sieht ja cool aus. Danke. Ich habe zu danken, glaube ich. Gucken wir uns das mal an. So. Moonkey, Level 5. Psycho. Oh, für die Giftarena. Aha. Aha. Ja gut. Kann auch schon Konfusion. Nicht schlecht. Das würde ich eigentlich ganz gerne, glaube ich, mitnehmen. Aber dafür muss es erst auch... Guckt mal. Ist das fast so groß wie ich? In was sich das wohl entwickelt? Das sieht schon vom Design sehr cool aus. Finde ich. Mir gefällt das. Ich finde das cool. Auch wenn ich bei der Farbe... hätte ich jetzt zuerst an was anderes gedacht, an Wasser. Dass das vielleicht Typ Wasser ist. Und nicht Typ Psycho, ehrlich gesagt. Weil Psycho ist für mich irgendwie, weiß ich nicht, nicht blau. Wobei, ist Meditalis nicht auch blau? Oder ist das nur die Shiny-Version und die normale ist pink? Nein, die Shiny-Version ist nur blau. Ich war gerade kurz verwirrt. Okay. Aber das zu leveln vor der Arena, hätte ich das mal früher gehabt. Dann hätte ich das mit Trainerkämpfen leveln können. Dann wäre das sicher einfacher als so. Sollen wir probieren, die Arena trotzdem so zu machen? Hm. Es ist schon Level 6. Es geht schnell vorwärts. Naja. Ein Hamster. Geben Hamster viel XP? Kannst du schon einen Hamster allein besiegen? Oh. Nein, kannst du nicht. Du kannst einen Hamster nicht allein besiegen. Weil Louis, du musst ihm helfen. Du musst unserem neuen Teammitglied unbedingt helfen. Damit er stärker wird und selber einen Hamster besiegen kann. Das... ich glaube, das hier besser. Ich habe das Gefühl, dass die Hamster nämlich ziemlich gute physische Verteidigung haben. Und gleich noch Level 7 hinterher. Ja gut, das levelt noch sehr gut, würde ich mal sagen. Aber das ist ja meistens so bei den niedrigen Leveln, dass das noch sehr schnell aufwärts geht. Das hat auch gerade nur so einen Level abgekriegt, wie man sieht. Mein Angriff ist gesenkt. Da ich aber nur speziell angreife, ist das egal. Yay, dein erstes eigenes Pokémon, das du besiegt hast. Cool. Auch gleich noch eins. Sehr gut. Die geben leider nicht so mega viel XP. Ich weiß auch gar nicht, warum ich gerade nur diese Level 4er bekomme und Level 5er. So ein Level 7er wäre nochmal ganz schön. Level 7er? Okay. Level 6, aber es ist halt immer noch das Pokémon. Ich glaube, das bringt an sich nicht so fies. Nicht so viel XP. Aber es macht zu viel Schaden. Vielleicht sollte ich mal heilen gehen. Oh, schön. Eine Feenattacke, wie nett. Das ist voll gemein. Überall hier rennen Käfer und Feen-Pokémon rum und die erste Arena ist einfach Typ Gift. Das Schöne ist ja, dass ich dadurch, dass mein Starter hier Bodenattacken kann, einen Vorteil habe. Nur nicht geringen. Ich habe mir tatsächlich den richtigen Starter ausgesucht. Man mag es nicht glauben. Durch Zufall habe ich den Starter ausgesucht, mit dem es wohl in der ersten Arena am einfachsten wird. Wenn ich das so richtig sehe. Vor allem entwickelt sich das schon bald. Guck mal, das ist schon Level 14. Da fehlt ja nicht mehr viel. Da fehlt echt nicht mehr viel. Der Hamster ist verbrannt. Verbrannter Hamster. Jetzt hörst du mal auf damit. Tschüss. Es gab leider kein Level-Up. Obwohl es ja schon, dadurch, dass es getauscht wird, kriegt es natürlich mega viel XP im Kampf. Im Gegensatz zu normalen Pokémon, die ich selber gefangen habe. Level 8. Ah, vielleicht sollten wir es doch mal erst so in der Arena probieren. Der Hamster regt mich auf. Nein, das wollte ich nicht. Aber es ist ein cooles Pokémon, ja? Boah, macht das wenig Schaden. Ich sag doch, der Hamster hat eine gute physische Verteidigung. Vor allem jetzt, nachdem es sich geboostet hat. Aber ich glaube auch so. Hat nicht mal ein Level abgekriegt. Ja gut. Ich probiere die Arena jetzt so. Ich habe keine Lust mehr. Ich will jetzt endlich meinen ersten Orden. Ich spiele jetzt schon. 5 Folgen. Da muss man seinen ersten Orden schon langsam mal haben, ne? Oder? Dankeschön. Auf Wiedersehen. Ich hoffe mal, das wird sowas. Wenn nicht, muss ich, glaube ich, offscreen den Affen trainieren. Okay. Hi. Oh, hey Miri. Ich bin froh, dass du gekommen bist. Nun, das ist die Arena. Nun, meine Arena, denke ich. Sie gehörte zu meinem Vater. Also habe ich angefangen, hier meine Rosen wachsen zu lassen. Ich liebe Gift-Pokémon, seit ich geboren wurde. Sie können hart sein, aber auch wunderschön. So wie jede Rose ihre Dornen hat. Lass uns das hinter uns bringen, okay? Wähle 3 Pokémon für unseren Kampf. Ich nehme mal das mit, das. Ich nehme den Affen jetzt einfach mal mit als erstes Pokémon, weil ich glaube, das Elektro-Ding wird auch nicht so mega viel mehr Schaden machen. Erster Arena-Kampf versus Donna. Na dann, Donna, zeig mal, was du kannst. Oh, sie hat auch 3 Pokémon. Tadart. Das Traurige ist, das ist Pflanze, ne? Sludge, okay. Oh, wow. Ach, wenn ich jetzt schneller wäre, ne? Wenn ich jetzt nur schneller wäre, bin ich aber leider nicht. Das ist ein bisschen doof. Oh, was ist das? Was ist das für eine Attacke? Ich glaube, gibt es die Attacke? Ich habe von der noch nie was gehört. Ha. So, Tadart. Auf Wiedersehen. Oh, ist das gleich mal auf Level 10? Na gut. Das Spidox. Ach, die Spinne. Auch gegen die bin ich mit Feuer effektiv. Haha, Spinne. Auf Wiedersehen. Und Fieber. Das kennen wir noch nicht. Oh, das scheint die Entwicklung von dem pinken Ding zu sein, dass wir... Oh, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Das habe ich doch vorhin erst gefangen und es getauscht. Das Ding, was ich gegen den Affen getauscht habe. Ich denke, das Fieber... Ach, das hat eine Beere benutzt. Ich dachte schon. Die Attacke macht mir Schaden und teilt das andere. Das wäre, wow, gemein. Es hat gereicht. Yay. Ich brauche ein bisschen mehr Training. Gut, war gar nicht so schwierig wie gedacht. Ich habe auch, glaube ich, den besten Starter für diese Arena gewählt. Für die erste. Auch wenn ich verloren habe, war das ein guter Kampf. Ich habe noch eine ganze Menge zu lernen, so wie es aussieht. Ich bin froh, dass ich dir das geben darf. Den Thornorden oder den Dornenorden. Cool, dankeschön. Das ist der offizielle Arena-Orden von Serpentine City. Der Dornenorden. Oh, nimm auch das. Fieber. 102. Das ist eine Giftattacke. Es hat die Chance, dass es den Gegner eventuell verbrennt. Oh, cool. Danke für diesen Kampf. Viel Glück auf deiner Reise. Ja, das war doch mal nicht schlecht, ne? Das ist doch echt gut gelaufen, würde ich mal sagen. Hey, Miri, wie war dein Kampf? Oh, du hast gewonnen. Wow, das ist ein cooler Orden. Ich werde jetzt auch gegen Donna kämpfen für meinen Orden. Aber du solltest Du solltest zurück zur Trainerschule gehen und sehen, was dir Mr. Bella gibt dafür, dass du gewonnen hast. Ich werde dich später einholen. Viel Spaß! Ich werde jetzt, muss ich Pokémon heilen oder sind die automatisch geheilt? Sieht nicht so aus. Ich habe nicht mal all meine 3 Pokémon einsetzen müssen. Ich habe echt den besten Starter gewählt, glaube ich. Ah, ich fürchte schon. Gut zu wissen. Na dann, hier ist die Trainerschule. Gucken wir mal, was uns der nette Herr so zu geben hat. Oh, du bist zurück und was ist das? Der Achina-Orden. Herzlichen Glückwunsch. Nun, wie ich sagte, ich werde dir etwas geben, das dir auf deiner Reise... So, leider ist gerade mein Aufnahmeprogramm abgestürzt, aber zum Glück scheint die Videodatei noch zu funktionieren. Leider habt ihr jetzt nicht gesehen, was der gute Herr gesagt hat. Und zwar hat er gesagt, meine Belohnung ist, dass ich gegen seine Schüler kämpfen darf und dann erst bekomme ich die Belohnung. Das ist doch super. Leute, ich würde sagen... Wir machen das aber erst in der nächsten Folge. Das Kämpfen gegen die Schüler. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, macht es gut und tschüss.